Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Achterrunde Secret Hitler. Es haben bereits alle Leute ihre Augen geschlossen. Dann mache ich mal meine schnell auch zu und sage, die beiden Faschisten haben jetzt die Möglichkeit, die Augen zu öffnen und die Karten umzudrehen. Weißt du? Wenn du, ich weiß nicht, du siehst mich immer da als Fascho, wenn es gerade nicht passt. Und wenn ich dann Fascho bin, dann kennst du mich nicht. Weil jeder aber davon ausgeht, dass du Genau. immer Fascho bist. Oh Ja nein, gut. wenn ich Fascho bin, sieht er mich ja Schatz, nicht als Fascho. Dann denkt er immer, mach dass dir die mal anderen die Fehler Faschos aus, sind. bitte. Da waren zwei Pings, 21, 22. Es dürfen alle Mitspieler den Vorhang wieder heben und ihre Karten an sich nehmen. Also Ja. hoffen Grün wir ist so mal, dass die schön. Runde genauso erfolgreich verläuft. So, das ist gelb. Mega. 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 Was ist mit mir? Ah, Mega, ist das Mega. rot? Toll. Mega, wähl doch mich. Das hat doch Mega, letzte Runde so gut ich bin mal geklappt. gespannt, wen du dieses Mal Ich meine, auswählen musst. weil Super Tipp, Bersonette Tipp, letzte wähl Runde nicht war. Freddy. Nee, Freddy auf keinen Fall mehr. Er hat ganz bösen Nachgeschmack gehabt. Erkennt ja schon mal, dass Gär nicht weiß, ob ich in seinem Team bin. Deswegen einfach mal grundsätzlich gegen mich, was total bescheuert ist, wenn er Okay, jetzt Gär ist liberal ist. liberaler. Ja, ich glaube auch. Liberaler. Denn Warum habe ich da Freddy ist nicht mehr immer gewählt? Fiddler. Und Inka, was machst du jetzt als 100 Follower Special? Guck dir das Replay von meinem Stream an, dann weißt du's. Sie lässt Nee, das sie ist lässt ja. sie lässt sie lässt ihre Leute zuhören, was Jawohl, für was wurde denn Idioten hier am gezogen? Reden Ich sind den bin ganzen total Tag happy, ich hab ihm und die macht Wahl sich darüber gelassen. lustig. Was hast du gezogen? Kann es sein, Inka? Ich glaub's. Nein. Schade, Zwei, es wäre sehr lustig zwei. Habe ich gewesen. zwei? Ich weiß Aber es nicht mehr, Freddy. Ich glaube zwei rote und eine so blöd bist du nicht, weil blaue. du Mega. Alter, es ist ja jetzt Kein Auge Scherz, ey, gefährt. ich hab das. Auge Ich lügt weiß Mega es nicht mehr. gerade. Nein. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Gib mir einfach die Okay, Karten ich glaube, nochmal, ich Auge muss ist bei nachgucken. Mega Ich im Team. weiß Ich es. glaube, die zwei Darf sind ich Faschos. die Karten nochmal angucken? Nein. Nein, darfst du nicht. Nein. Nee, Nein. was Freddy, war ich jetzt kauf's eigentlich dir. gerade? Also eine blaue Was war war jetzt eigentlich dabei, gerade ich mache los? Ich jetzt habe hier irgendwie eine eine blaue ich und glaube, zwei Fragezeichen. rote und eine blaue. Ja, Oder waren zwei ja. blaue und eine rote? Also ich hatte eine Ich rote und weiß eine fuck nicht blaue. mehr. Meine Ja. Güte, du wirst dich ja wohl daran erinnern, ob du gedacht hast, Nee, lasse ich wirklich, in die ich habe Wahl das gerade oder. instant vergessen, Georg. Ich würde mir gerne die Karte nochmal angucken. Ich weiß es nicht mehr. Und ich glaube, dass Nee, Mega nee. und wie gesagt, mit so jemandem bin ich Ja, seit ja. 10 Jahren Auch, aber es gibt befreundet. Das keine ist halt Karte eine mehr. Krux an der Braun Sache. Auges Buddy-Kenntnis Ja. von Megas Körperöffnungen. Ich weiß es nicht. Nein, ich glaube, mit meinen Körperöffnungen hat er nichts zu tun. Alex? Gibt Details, die möchte ich gar Drei nicht Rote. wissen. Aha. Es tut mir leid, So, es waren ich drei hätte zwar jetzt Rote. eigentlich gute Lust, Mister. Ich weiß nicht mehr, was ich gezogen habe, aufzustellen. Ja, ich muss ja jemand neuen wählen. Du kannst auch, ich weiß nicht mehr, was ich gezogen habe, aufzustellen. Nein, am Übrigens, besten Gär nicht. ist Das wird vorheriger nur Kanzler, in ne? Scheiße enden, wenn Freddy mich wählt. Dann mache ich jetzt Inka. Sollen wir den Frosch wählen? Ich Es weiß es muss auch einen nicht. Beef geben, sonst Ja, wird es Mega weiß langweilig. gar nichts mehr. Mega weiß nicht, was er gezogen hat. Mega weiß nicht, was er wählen Es soll. war auf jeden Fall eine rote und Und eine am blaue Ende, dabei. am Ende ist es die AfD. Ja, es ist, glaube ich, die AfD. Und dann lass mag ihn bitte Mega. einfach gar nicht wählen. Was? Ika, Mach erstmal hallo? deine Auf jeden Fall. Steuererklärung, Mega. Bald. Ach, Freddy ist in der Regierung. Ich genieße diese Ruhe. Es ist Ja, immer so das ist echt angenehm. herrlich. Das ist echt schön. Aber Warum Freddy, wie ruinierst gesagt, du sie dann gerade? ich glaube, das waren zwei rote und eine Mega, blaue. ist gut. Ist gut. War Sehr anständig, schön. ne? Ich habe Mega, die du musst Wahl doch. gelassen. Ich habe zwei rote, eine blaue gezogen. Ja, ich glaube, Auge versucht gerade seinen Mate davon zu bewahren, das immer wieder zu wiederholen, diese dämliche Lüge, die einfach dämlich ist. Es Hau ist. weiter, Kann, das ist ja, der. Freddy, Und. ist okay. Ist okay. Ich lüge gerade. Ist okay. Ja. Ich Ich war noch meine, du nicht. kannst, wie gesagt, auch zwei blaue gezogen haben und willst Ja, es kann niemandem auch sein, Freddy. mitteilen. Ja, Ich ja. weiß es Super-Bär hier, nicht ich war noch mehr. nicht. Hallo, Hilfe. Ja, und genau das glaube ich dir nicht. Ja, Ich war auch noch Oh-oh. nicht. Was machst du da? Ich habe letzte Runde auch instant Lass doch vergessen, mal was das ich Schild auf dem gezogen Tisch. hatte. Nee, das Steht das kannst du jetzt auch. Für vor mir Super-Bär, oder wen vor stellst du auf? Wortgedanken? Freddy, ich bin gedanklich Super-Bär? woanders, also ist mir das. Hallo? Ja, was Nee. denn jetzt? Ja, Wo wo liegt glaubt ihr, denn ist jetzt eine. das? Sowas Ja. zählt nicht. Bleibt mal kurz Mein ruhig. PC hängt gerade.
Ja, man hört es deswegen. Also Auge vielleicht oder Auge aufstellen, aber ich muss nochmal ausloggen, das geht gerade nicht. Aufgehängt bei mir. Okay, klar, wir haben den Kanzler dann schon mal zu Auge gestellt. Genau, ja, ihr könnt Auge wählen und ich wähle mit Ja. Ja, dann los. Falls alle ihr das Karten schon mal machen raus. Wollt. Umdrehen. Oder angenommen. Ja, langweilig. Einstimmig, oder? So, ja, hat gesagt, langweilig. Soll ich auch noch drei ziehen? Ich würde das gerne übernehmen. Ja. Genau, und eine aussortieren. Und sagen, ich habe drei rote gezogen oder sowas, ja. Ja, aber sicher. Ich würde lachen, wenn am Ende Auge jetzt doch dann liberal ist und mega der Fascho ist und dann, ja, das, dieses, ich weiß von mega. Warum sollte den Auge, warum sollte irgendjemand Fascho sein, Freddy? Ja, das ist doch nur. Also bei Mega, ich finde halt das lustig, mega dass Freddy das jetzt schon daran festmacht, weil ich vergessen habe, was für Karten ich gezogen habe. Ich trau dir vielleicht zu viel Intelligenz zu, aber ich kann das nicht. Sehr schön, dritte blaue. Ich hatte allerdings keine Wahl. Okay, was hast du gezogen, Superbär? Ich hab eine rote gedrückt. Okay. Fascho Move? Warum? Ja, genau. Fascho Move! Genau. Es ist schon immer wenn komisch. Bei einer rote unnötig. Zwei blaue weiterzugeben. Ja, du hast deine Schuhe. Waren jetzt alle eigentlich schon einmal aufgestellt? Nein, ich war noch nicht. Nein, Felix war noch nicht. Das hatte ich jetzt so auch im Kopf. Hm. Schön. Dann los, dann schick den Rest haben wir die Runde fertig und dann ist gut. So. Genau, dann können wir nach Hause gehen. Plus viel K, also ich sag natürlich ja. Kann ja sehr schnell gehen hier. So, wurde angenommen. Mordgedanke, bist du Hitler? Ja, gerade selber, dass der nicht so... Das Superbär? So. Du den vielleicht abgehackt manchmal? Ach ja, mein Ja hängt mir noch zur Hose raus. Neben dem Hirn auch das Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Jetzt sind wir es wird wahrscheinlich eine rote kommen. Ich hatte keine Wahl. Mhm. Dem Inka? Muss ich zustimmen. Aha, Inka! Inka schaut dir mega. Ich hab die blaue gedrückt, mega. Ja. Also ich bin tatsächlich gerade am überlegen, ob ich Mega mir angucke oder Sinhead, der auch drei rote gezogen hat. Ja, der ist auch eine Option. Einer von beiden. Jo. Aber ich wäre für Mega, weil ich weiß nicht, ich finde aber die Ausreihe so dämlich. Bitte guck ihn an. Wenn du das daran festmachst, ist okay. Ja. Komm, Inka, schau dir Mega an. Ja, Mega gibt mir deine. Freddy ist auch immer eine Option. Freddy ist immer eine Option. Ja, aber in dem Fall bin ich echt wahnsinnig interessiert, was Mega ist. Mhm. Und, Inka? Also laut der Karte ist Mega Faschist. Tja, ich hab's ja gesagt, dass es eine dumme, blöde Ausrede ist. Ja. Gut, ich meine, Inka, kein lauter Faschist, der jetzt gerade das ausnutzt, dass ich so auf Mega rumhackt, das ist klar. Aber ich glaube trotzdem, dass Mega Faschist ist. Warum hat das gerade so lange gedauert? Na gut, dann braucht ihr mich auch nicht mehr aufstellen und wählen und alles. Los, dann mach jetzt einfach weiter hier. Ich warte, Inka hat eine rote und seine Karte wieder zurückgezogen hat, wo ich irgendwas dazu sage. Also ich muss jetzt trotzdem, ich meine, logischerweise trage ich jetzt hier einen Beef ein zwischen euch beiden, weil natürlich widerspricht ihr Mega. Warten, bis Superbär wieder da ist. Ja. So, was haben wir denn hier? Gär konnte bisher noch nicht getestet werden. Ne? Der war nur einmal Kanzler unter zwei Roten. Da wäre ich jetzt sogar mit Bauchschmerzen fast schon dabei, Auge dem Präsidenten zu geben, damit wir nicht noch mehr Rote kassieren. Im Zweifelsfall. Was? Weil es ist halt... Was? Ja, schau mal her, es ist so. Was? Es sind drei Blaue rausgekommen. Ja? Ja. Eine Blaue wurde vielleicht von irgendeinem liberalen Hitler rausgegeben, aber ansonsten gehen meistens nur die Liberalen Blaue raus, es sei denn, die Faschisten können andersweise irgendwie nur Blaue auf die Hand kriegen. Deswegen würde ich jetzt, wir sind ja mit der ersten Runde schon durch, also ich finde, es wäre bereits an der Zeit, möglichst effizient als Liberale zu arbeiten. Du kannst dich ja von mir aus von Auge als Kanzler aufstellen lassen, das wäre okay, weil du wurdest halt noch nicht wirklich getestet. Auge wurde schon getestet, deswegen würde ich sagen, wir haben noch keine Hitlerwahl, das heißt, der kann ich problemlos als Kanzler aufstellen. Wer wurde denn getestet? Freddy ist naja, Leute, Freddy Auge hat nicht so die Wahl, ich hatte auch nicht Zettel die Wahl. Zu lesen, ich wurde auch nicht getestet, ich habe zwei blaue bekommen. Echt? Aber es ach, das stimmt, mir, nein, ja, so ja, ich hätte, ja, ich hab, ja, ja, nein, dir. Stimmt, ich hab's. Gär, stell dich auf, so wie Freddy es gerade gesagt hat. Nein, dann haben wir zwei Leute, die nicht getestet wurden, das ist irgendwie gruselig. Freddy, also deine Argumentation ja, ist wirklich... Die können sich jetzt gegenseitig testen quasi. Ja, Testing, genau. Testing. Ja.
Ja, aber wir wissen nicht, was das Ganze an das Problem ist. Brenny, ich ziehe jetzt drei blaue und drücke eine und Auge drückt auch eine und behaupte, ich hätte Auge die Wahl gelassen. Ja, weißt zwei du, rote, eine blaue gezogen, ne? Das ist so, ja, wie wenn du so diese dreckigen Migranten, ja, die schickst du in die Umkleider und sagst, untersucht euch mal auf Läuse und dann kommen sie raus und sagen, wir haben keine Läuse. Ja, und keiner weiß, ob sie wirklich keine haben, also deswegen... Ja, Freddy, für wen wärst du was, denn? Was war das denn für eine Aussage? Also Inka nicht, Mordgedanken nicht, Mega nicht. Für wen wärst du denn, Freddy? Ich bin für mich. Tatsächlich schränkt sich die Auswahl immer mehr ein, da hast du recht. Wärst du für dich, Freddy? Ja? Superbär hat zwei blaue ein Auge weitergegeben, das war auch blöd von ihm. Sinhead hat drei rote rausgeholt, das ist auch blöd. Mega ist ein ja, dann steht von mir das Auge auf. Irgendwann mal gehen uns die Faschisten aus. Wenn er jetzt Auge aufstellt, haben wir eine Doppelpräsidentschaft. Und dann ich meine, du kannst auch... Nein, aber nicht. Ich habe jemanden die Wahl gelassen, Gerd, deswegen kannst du mich auch aufstellen. Aber wenn ich sage, stell mich auf, dann werden alle schreien, nee. Aber bin ich momentan... Ich glaube, ich bin einer von den wenigen, die neben... Ja. Warum? Also ganz ehrlich, ich finde Freddy im Moment noch nicht schlimm. Es kann auch kein Hitler gewesen wobei, werden. Wobei, ja, also Superbär, man muss also Superbär 1 lassen. Das muss ich da auch noch so sagen. Superbär hat schon zwei blaue rausgebracht. Er hat einmal von Mega die Wahl gelassen bekommen. Hat die blaue rausgelegt und der hat dann halt die blauen forciert auf Auge, was wie gesagt schon ein bisschen meh war. Ja, deswegen, wobei, also ja. Ich weiß jetzt nicht, nachdem wobei, Mega so eine komische Aussage getätigt hat und dann Superbär vielleicht irgendwie hat Superbär was gesagt dazu? Also, naja, er hat nur gesagt, er hat die Wahl. Also grundsätzlich, ja. Wenn ihr, solltet ihr mir glauben, dass Mega ein Faschist ist? Solltet ihr mir glauben, ja. Wäre es durchaus möglich, dass Superbär Hitler ist und sich mit den zwei Blauen absichern will. Ja, und gleichzeitig ja. Den Liberalen die Chance nehmen will, sich zu profilieren, weil Auge hat zwei Blaue aufs Gesicht gekriegt. Ja, nach der Logik musst du mich aufstellen, Gea. Oder Freddy. Ja, oder mich. Also ich hab aber immerhin... Oder Alex. Aber ich hab Freddy. Ja, aber es ist keine Hitlerwahl und ich hab schon. Geh sie so, dann kann ich mich beweisen und ich bin der nächste Präsident. Dann habt ihr. Ja, oder ich werde die liberale Bank, weil ich hab dann schon zweimal die Wahl gehabt und eine blaue rausgelegt. Dann wäre Freddy die liberale Bank. Dann wäre. Ja. Inka, für wen bist du, Freddy oder Auge? Ich bin tatsächlich ein bisschen mehr für Freddy. Warum fleckst du diejenige, die im Beef ist? Das ist eine gute Frage. Bist du, Freddy oder Auge? Beef? Wer wurde hier, welcher Beef hier noch? Also, ich bin im Beef mit Mega. Achso, ja. Mega. Mega, ja. Mega sieht das nicht so. Aber der aber ist nicht so häufig, ja. Aber. Damit hast du zwar grundsätzlich recht, Alex, aber Alex. Du hast auch drei rote gezogen. Sind halt aufwachen. Ich hab keine Ahnung. Okay, also für mich. Felix. Ich hab gerade überlegt. Ich würde Freddy nehmen, weil wie gesagt, wir haben keine Gefahr auf die Hitler. Nee, super, Bär, wir haben gerade erörtert, dass wenn Inka recht hat, dass du dann vielleicht Hitler bist. Ja. Superbär, wir haben dich entlarvt. Du musst der Inka nicht aufstellen. Du kannst dir einfach nicht aufstellen. Euch alles klar, dann Auge, es tut mir leid. Aber Mord und Inka. Ist auch nicht kein Verlass. Kein Verlass ist auf mich. Kein Verlass ist auf dich. So du kommst Fall, eh gleich noch in die Regierung, Auge. Geht's jetzt schon weiter? Ja, es geht. Ja, es geht schon weiter. Ist die richtige Formulierung. Achso, warte, es wird Freddy gewählt. Es wird Freddy gewählt, dann nett. Ja, nee, dann nicht. Die nicht gefunden. So, weil Freddy sich an meiner Aussage aufgehangen hat. Also Fortuna, drei blaue und viel zu viele rote. Hast du schon gemischt, nachdem es rübergesetzt wurde? Ich glaube, ich habe gemischt, ja. Aber kannst du mal. Ja. Also wenn ich sie rüberlege, dann mische ich auch immer. Oh, zieh halt wie jeder andere auch. Genau, so wie ich drei, okay. Einfach eins. Ach, macht jetzt wieder mit seinem Special hochheben. Hast du sehr gut gemacht, wie auch immer das war. Ich bin im Übrigen das ist total dafür, strange. Dass ich hab nur jetzt drei blaue gedrückt, zieht, dann sind nämlich alle raus und Ding wir haben sehr viele rote vor uns. Wieso? Hör auf damit! Sinnet, hör auf damit. Wenn man Shift drückt und dann da rangeht, dann fliegt das Ding weg. Also drei blaue kann ich schon mal nicht gezogen haben, weil ich habe zwei rote. Ja, also, da Fortuna mir nicht hold war und ich schon wieder drei rote gezogen habe, habt ihr jetzt die Ehre zu bestimmen, wen ich denn als nächsten Präsident habe. Wieder? Geh mal langsam. Mein Gott, im letzten Spiel, Freddy! Also, ja komm, das ist aus einer Paralleldimension. Ja, also Meinung. Du eine Regierung? Was? Mit wem hattest du eben die Regierung? Also, Gea muss jetzt jemanden aufstellen. Gea war mein Kanzler. Ja, Gea hat von Alex zwei rote ins Gesicht bekommen. Mit der Begründung drei rote gezogen. Richtig. Die beiden nicht. Also, ich hab einen
Vorschlag, der jetzt nicht sonderlich sinnvoll klingt, wahrscheinlich. Lass mich raten. Also ich bin, willst, dass ich aufgestellt werde? Nein. Ich wäre dafür, dass wir Inka als Präsidenten nehmen oder Inka Kanzler. Hä, aber im letzten Spiel ging das nicht. Da habe ich doch gefragt, was ist denn mit Zinhead? Und dann hieß es, Zinhead war doch gerade Kanzler und kann ja Präsident werden. Ach so, nee, dann habe ich die missverstanden. Nein, ich dachte, du meinst, es Zinhead für Kanzlerwahl. Also wenn du die Power hast, kannst du jeden. Außerdem, Gerd, du bist der formerly elected President, nicht Inka. Ja, da hätten wir ja vorhin gewonnen, dann hätte ich einfach nur noch mehr auf dich einreden müssen, ey. Ich hab gemeint, ihr könnt dich aufstellen, Freddy. Was macht der da? Übrigens, Gerd, ich würde nicht Inka nehmen, weil Inka liegt mit Mega im Clinch. Ja, Mega und Superbär nicht und Freddy. Nimm Freddy und Freddy stellt mich auf. Auge will gerade meine Stimme kaufen, das finde ich highly suspicious. Ja. Ich hätte jetzt warum will Auge von Freddy aufgestellt werden? Weißt du was, es passt schon, ich würde sogar Auge aufstellen, weil Alex massiv gerade gegen alles geht. Alex sieht Zwietracht bezüglich Inka, Alex sieht Zwietracht bezüglich mir. Alex, ich habe bloß gesagt, dass sie beide in Clinch haben. Ja, ich weiß schon. Wer hat das gesagt? Aber vor allem, weißt du was, Alex, wenn man dich fragt, wer ist ein Vertrauensleiter, dann kommt so... Boah, keine Ahnung. Weißt du, wer das macht? Das machen Faschisten. Oh, okay, stimmt. Ja, genau, Freddy. Also, Superbär kann auch aufstellen. Wenn jemand Superbär sagt, da warst du der Faschist. Superbär. Und wenn jemand weiß, was Superbär hat, ist zwar. Freddy, als Faschist wüsste ich. Also, Superbär hat bei dir verhindert, dass du dich beweisen konntest. Er hat bei dir zwei blaue reingedrückt. Also, Superbär, was hat Mordgedanken gelegt bis jetzt? Ich habe bloß eine rote gelegt, die ich von Inka reingedrückt gekriegt habe. Wen möchtest du nicht aber auch bestätigt haben? Inka ist im Clinch. Geh, dann könntest du theoretisch Felix aufstellen. Weil jeder bloß von Inka die Karten bekommen und Inka ist im Clinch. Dann nehme ich Felix, weil Augusts Doppelpräsidentschaft das. Verkraftlich, ne? Ich würde dir aber trotzdem empfehlen, dass du Auge vielleicht als Kanzler. Ach Gott, Hitlerwahl, ne? Also, genau, das ist das Problem. Wen stelle ich jetzt Superbär? Also, eins muss ich jetzt aber auch noch sagen, ja, weil ihr ja auch immer so scharf drauf seid, irgendwelche Faschos, die nicht Hitler sind, aufzustellen. Auch wenn ihr mich jetzt mit Dreck bewerfen werdet, ich melde mich für Kanzler. Auge wäre auch eine Option, aber ich will noch zu Inka sagen, Inka würde sich als Hitler wahrscheinlich so low profile, wie Inka immer spielt, sich wahrscheinlich nicht trauen, jetzt einen Liberalen anzuschwärzen. Na gut, sie könnte natürlich eventuell ihren Faschisten angeschwärzt haben, das wird uns aber ehrlich gesagt nicht viel weiterbringen, weil danach ist wieder die Frage, wer aufgestellt wird. Ja, wenn du jetzt davon ausgehst... Du kannst sowieso keine zwei Not-Confirmed-Hitler. Du kannst maximal eigentlich einen nur jetzt da rausholen. Freddy, Superbär hat die zwei blauen forciert, gell? Also Superbär hat zwei blaue rausgebracht. Und hatte diese komische Sache mit Mega. Und hat bei... Superbär hat das mit Mega? Superbär hat gesagt, Superbär hat eine blaue rausgebracht, Mega zusammen. Von dem ich behaupte, ob ihr es mir glaubt oder nicht, ist eure Sache, dass Mega Faschist ist. So, wenn... diese Geschichte stimmt, könnte es theoretisch sein, dass Superbär die blaue gegeben hat, damit sein Hitler mit möglichst vielen Blauen möglichst früh dasteht, um sich profilieren zu können. Das ist aber nur eine Vermutung. Und deswegen kannst du mich aufstellen. Was aber gut passt. Genau, Inka kannst du, weiß ich nicht, dabei. Also ich würde... Freddys Argumente stimmen und was ist mit Alex? Also ich würde tatsächlich sogar, also Auge macht es auch selten, dass er so ganz prollo versucht, sich als Kanzler, als Hitler kanzlern zu lassen, so, oh Freddy, komm, stell Freddy als Präsidenten auf und Freddy stellt dann mich als Kanzler auf. Das macht Auge als Hitler selten, weil wenn du das nämlich als Hitler machst, es ist ja immer die Gefahr, dass die Leute sagen, du willst Kanzler werden, du bist bestimmt Hitler. Ja. Und deswegen, also ich glaube Auge und Inka, du kannst, glaube ich, bei beiden nicht viel falsch machen. Echt? Dann macht das bei mir weniger falsch, weil ich nicht in einem Beef mit jemandem bin. Bei Alex, sage ich nochmal, Alex hat drei Rote gezogen. Auge macht keinerlei konstruktive Vorschläge. Alex sät nur Zwist. Alex wähle ich nicht als Kanzler. Und zähle ich Zwist? Also das ist Aufnahme alles Bullshit. Felix, entscheide dich. Mach hin. Ich stelle Auge auf. Dann mach das mal. Keine Vielleicht Ahnung, ist es gleich vorbei. Das habe ich auch irgendwie so. Einfach mal gucken. Ja. Mega. Raus mit dir. Was? Du musst deine Karte auf den Tisch. Felix, Präsident, Auge, Kanzler. Ja, meinetwegen.
Bist du Hitlerauge? Ich bin nicht Hitler. Sehr schön. Ich wollte es umbringen. Depp! Ach, Alex weiß doch eher, wie. Alex weiß doch eh, wer Hitler ist. Für einen Alex. Kurzen Moment, Mord. Aber was stänkerst du jetzt eigentlich schon wieder so gegen mich? Ich will es nicht dauernd wiederholen. Ihr beiden habt heute eine lustige Runde. Was auffällig ist bei dir, Alex, ist, dass du häufig erwähnst, dass ich mich mega im Clinch bin. Ich habe drei Rote Einzige. Gezogen, weswegen ich vermute, Leute, dass in der Runde davor eine gedrückt wurde. Da hat er keine gedrückt. Ich habe zwei Rote bekommen. Ich habe hier, also Gea war klar, war ja der mit der der hat den frisch gemischten Stapel. Ich habe den frisch gemischten Stapel gezogen. Jetzt müssten also in dem nächsten Stapel, leider müssen wir jetzt schon über die Kugel entscheiden, aber trotzdem in den nächsten Stapel wüssten wir dann, wie viele Blaue noch drin waren, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Aber... Ja, drei Blaue. Ja, theoretisch also, sind drei drin, praktisch weiß ich nicht. Das heißt, Felix hat eingedrückt. Ich bin einfach dafür, Mega zu erschießen. Den Obvious Fascho oder auch nicht ja, Obvious Fascho. Ansonsten, also wenn ihr jemanden also aus dem Beef erschießen wollt, dann ist es entweder Mega oder ich. Ich würde aber außer... Also wenn du, dass ja, ihr einen Fascho trefft, ist 50-50. Wenn du einen Hüftschuss wagen willst, Felix, und was übrigens auch extrem auffällig ist, Superbär meldet sich gar nicht mehr. Da wäre nämlich Superbär mit seinen zwei Verliebenheitsblauen. Aber Superbär hat im Moment Lex, also darauf würde ich nicht schießen. Ja, aber reden kann er doch. Am Anfang sehr, sehr Superbär, bist du da? Reden. Ja. Reden kann er immer noch. Ja. Und Superbär ist sehr schweigsam und er hat zwei blaue, von denen er eine forciert hat, völlig unnötig. Bei 2 zu 1. Ich halte mich gerade ein bisschen raus, weil ich den Rechner vorhin neu gestanden habe. Ich habe zu wenig mitgekriegt, sage ich ganz ehrlich. Aber wir haben zwischenzeitlich Pause gemacht, als du wieder da warst. Aber, also, ja, unabhängig davon, es war halt einfach. Er hat ich zwei möchte trotzdem blauen. Mal Superbär. Wem würdest du an meiner Stelle erschießen? Einfach mal so als Info. Garantiert nicht. Ich habe keine Ahnung. Hat Freddy gerade gesagt, garantiert nicht. Freddy willst du jetzt auch noch unterbinden, dass er Fascho ist? Ich habe meine Theorien, wer ist, aber ich sage jetzt nicht alles, weil damit gebe ich dir nur noch Material, um nachzulegen. Da schaut dich Freddy an, da schaut Freddy. Ja, Freddy, sag doch mal, wer ist denn deiner Meinung nach was? Nee, sage ich jetzt nicht, aber ich habe ja zu Felix gesagt, der Hüftschuss wäre jetzt auch Superbär. Ansonsten, wenn ja, du einfach... Freddys Theorie bin ja ich Fascho und Bär Hitler. Hinsichtlich der Beefer wäre ich für Mega, wenn du einen der Beefer erschließen ja, die Frage ist, ob eine 50-50 Chance... Sag mir Bescheid, wenn ihr soweit fertig seid. Ich guck mir dabei was anderes an. Ich bin auch am überlegen, ob ich jetzt hier gerade einen Hüftschuss sagen soll. Und die Frage ist auch für ihn dann. Weil ich der Beef ist sowieso raus. Mehr oder weniger, die werden ein Vorteil zum Beispiel bei Mega wäre noch, dass es uns leichter fiel, seine Präsidentschaft zu überspringen. Ja, da müssen wir danach kommt jetzt Auge, wo wir denken, es ist Dings. Und ach, wenn wir jetzt Felix den Ball lassen, stimmt, ist stimmt, danach stimmt, Felix. Also, das ist überhaupt stimmt, kein Problem. Also, ja. Auge kommt ja als nächstes. Ich bin dafür, dass du Mega erschießt. Ich bin am Überlegen, ob ich Alex erschießen soll. Das ist zwar voll Alex wäre ich. Warum oh, ich abgeneigt, aber das Alex ist reines Bauchgefühl, Alex. Gegen, hat gegen Hüftschuss. Bei Alex bin ich deswegen auch dagegen, weil selbst wenn Alex ein Fascho ist, was ich sogar eher denke, wenn er dann nicht Hitler ist und dann so kommt, ja, ich bin nicht Hitler, dann denken wir uns, ja, scheiße, haben wir jetzt doch einen Liberalen erschossen. Also ja, dann ja, lieber, ich weiß schon, aber bei der 50-50-Chance ja, wissen wir es auch nicht, ob man einen Liberalen ja, eben 50-50, das ist ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Wir können Mega erschießen und Inka weiterhin ignorieren. Das ist ja erstmal kein Problem, aber ich bin immer gegen. ich wäre deswegen für Mega. Gegen den Hüftschuss. Absolut. Ich kann auch Inka erschießen und wir können Mega weiter ignorieren. Das ist also ich wäre ich bin dafür, dass das Mega ist so. Es ist so eine 60-40 Sache bei mir vom Gefühl her, dass es doch mehr Mega ist als Inka. Ja. Das ist also so die klassische und sehr, sehr liberal spiele, selbst als Hitler. Und, dementsprechend wahrscheinlich eher noch liberale Regierungen durchvote als umgedreht. Ja. Und ich muss eins dazu sagen. Hör auf mit deiner weiblichen Psychologie. Und ich muss eins dazu sagen, Mega stimmt, hat schlechter gespielt als Inka in meinen Augen. Deswegen sollten wir Inka dafür belohnen, wenn sie eine wirklich. Aber Mega ist, passt ja auch schon irgendwie verdient, seit einer halben Stunde mehr auf. Ja, weil ich ihn seit einer halben Stunde in Grund und Boden red. Mega, verteidig dich doch bitte mal. Was ist denn das? Ihr seid alle scheiße. Bitte hör auf, diese Kugel so groß zu machen. Das ist echt eine große Kugel. Das soll kein Artilleriegeschoss werden. Wie soll ich mich jetzt verteidigen? Das ist einfach alles blöd gelaufen. Er schießt mich einfach und dann ist, bin ich hier nicht raus aus dem Spiel. Wenn Mega Hitler ist.
und Inka ja, also die Glück Angst aufgedeckt von hat. Felix jetzt gerade mega zu erschießen ist. Nein, es ist keine Angst, es ist, ja, dann ist erschieß einfach ihn. Dann erschieß ihn einfach. Erschieß, wenn du die Liberalen, denkst, egal. Die Liberalen bleiben dann geeint, das ist auch was wert. Wenn wir jetzt nicht die zwei Faschos hier reingeredet haben. Bist du Hitler, mega? Ja, so, später Ende, sehr gut. Echt? Ja, das war vorhin wirklich so, dass ich einfach nicht mehr wusste, was ich für Karten gezogen habe, Freddy. Du warst Fascho, wer war der nächste Fascho? Mit so Leuten kann man nicht gewinnen, Freddy.